Ich habe es schon mal angedeutet und der Kollege Haug hat ausführlich darüber gesprochen. Es ist nämlich die Frage, wie man das überhaupt angehen will mit einer möglichen Koalition aus Grünen und Linken. Ja, aber das weiß natürlich der Kollege Gretschmann, dass es dazu nicht kommt. Die Dinge liegen ja wesentlich tiefer. Es geht grundsätzlich um die Frage der repräsentativen Demokratie. Sie stellen nämlich grundsätzlich die repräsentative Demokratie in Frage. Es wird nämlich immer den Parlamentsbeschlüssen und den Entschlüssen in der Stuttgarter Regionalversammlung und im Stuttgarter Gemeinderat die Legitimität abgesprochen. Und dagegen gesetzt wird nicht einmal die direkte Demokratie, wie der Kollege Schmidt sie einfordert, sondern entgegengesetzt wird die Stimmungsdemokratie, werden Umfragen. Angeblich sind nach Umfrage Forsa oder von wem auch immer so und so viel Prozent der Bevölkerung gegen dieses Projekt und also muss man es stoppen. Diese Form der Stimmungsdemokratie soll nämlich an die Stelle der repräsentativen Demokratie treten. Darum geht es Ihnen. Bekennen Sie es doch ehrlich. Und deshalb missachten auch Leute wie Ihr Fraktionskollege Wölfle das Parlament und hat nämlich schon während der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Radiointerviews gegeben, weil es ihm nämlich nur um Stimmungsmache geht und nicht um ernsthafte Diskussion in diesem Parlament. Und dann erklären Sie, Herr Kollege Gretschmann, man kann in der Demokratie auch umkehren. Das beweise der Energiekonsens, der da in Berlin beschlossen sei. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, akzeptieren Sie den ja auch, nicht? Man kann in der Demokratie umkehren. Demokratisch akzeptieren Sie es, haben Sie es gesagt, nicht inhaltlich. Das behaupte ich nicht. Ja, dann frage ich mich aber, was soll denn die Demonstration heute? Warum fliegt dann nach Özdemir mit dem Hubschrauber jetzt auch Claudia Roth bei uns ein, um den Landtag zu umzingeln? Ich traue sie ja zu, sie schafft es wahrscheinlich alleine. Aber was soll das Ganze, nicht? Warum soll der Landtag von Baden-Württemberg jetzt umzingelt werden, nicht? Was Sie führen, ist Ersetzen der Politik durch Straße und Barrikade. Es wird ständig gegen Stuttgart 21 demonstriert. Es wird gegen den Energiekonsens demonstriert. In Gorleben soll demonstriert werden. Und gegen den Castortransport haben Sie auch schon wieder zu Demonstrationen aufgerufen. Und es ist ja völlig richtig, was der Kollege Haug vorhin angedeutet hat. Sie sind ja einen weiten Weg gegangen in den letzten 35 Jahren. Nicht der Gründungsmythos der Grünen ist ja an der Barrikade entstanden mit Joschka Fischer und dem Stein. Seither sind Sie einen weiten Weg gegangen in diesen 35 Jahren. Zwischendurch sah es auch durchaus mal gut an. Aber jetzt sind die 35 Jahre vorbei und Sie sind wieder genau am Anfang, auf der Straße und an der Barrikade. Das ist die Politik, die Sie uns hier zumuten. Von ähnlicher Qualität sind andere Einwendungen gegen dieses Projekt. Nicht, wenn Frei Otto ankündigt, der Tiefbahnhof werde wie ein U-Boot aus dem Untergrund steigen. Da frage ich mich, was ist mit den ganzen U- und S-Bahn-Schächten, die sich ja schon lange in Richtung der Mineralbäder bewegen. Das müsste er mal erklären, aber hier gilt vermutlich etwas anderes. Und ebenso weitere etwas eigenartige Argumente, wie beispielsweise der Juchtenkäfer. Ich bin durchaus dafür, dass der Juchtenkäfer nicht ausstirbt, aber meine Damen und Herren, ich bin auch der festen Überzeugung, dass all die Baumfellarbeiten nicht einmal ansatzweise so viel Juchtenkäfern das Leben kosten, als die sogenannten Parkschützer, wenn sie durch den Park trampeln, um ihn zu besetzen. K21 ist Ihre Alternative. Keine Planung, kein Geld. Streckenführung durch dicht besiedeltes Gebiet im Neckartal mit entsprechenden Bürgerprotesten. Ja, wie soll denn das in der Praxis gehen, meine Damen und Herren? Wie soll dieses Projekt K21 in der Praxis umgesetzt werden? Da müssten wir jetzt, das wäre dann ein vielleicht ansatzweise realistischer Weg, zunächst einmal erklären, wir stoppen das Projekt Stuttgart 21, lassen die Bauruine stehen, teilen dem Bund und der Bahn mit, wir verzichten auf diese ganzen Zuschüsse,
die uns bewilligt wurden. Und ich erinnere mich noch gut, welch harte Verhandlungen das waren. Und wie viele dort standen und erklärt haben, Günter Oettinger, unser Ministerpräsident, kriegt er es hin. Das wird er wahrscheinlich gar nicht schaffen, die Bahn und den Bund dazu zu veranlassen, diese Verträge zu unterschreiben und so viel Geld in den deutschen Südwesten zu bringen. Denn die Baden-Württemberger, die kennen wir doch nur als Zahler. Das Geld fließt nämlich in die anderen Bundesländer. Das schafft er nicht, dass wir auch mal was kriegen. Doch er hat es geschafft. Doch die Verträge wurden unterschrieben. Aber jetzt wollen Sie das alles zurückgeben, meine Damen und Herren. Das ist Ihre Politik. Und wie geht es weiter, wenn wir jetzt zu einer Planung von K22 kommen wollen? Wer soll denn das verhandeln? Ja, wollen Sie dann ernsthaft der Bahn und dem Bund erklären, jetzt geben wir die Milliarden zurück, weil wir es nicht hinbekommen, aber für dieses Alternativprojekt K21, da dürft ihr uns dann bitte wieder schön auf die Warteliste setzen. Und Bahn und Bund sagt, jawohl, ihr seid ja so zuverlässige Verhandlungspartner, das machen wir gerne. Nicht? Und dann beginnen wir mit dem Planungsprozess, dann beginnen wir mit den politischen Prozessen, dann fechten wir wieder die gesamten Prozesse durch, Bürgerprotest inklusive, und irgendwann bauen wir es dann. Nein, meine Damen und Herren, wenn Sie ehrlich sind, dann geben Sie diesem Projekt den Namen, den es auch verdient, nicht K21, sondern K22. Das ist nämlich der frühestmögliche Zeitpunkt, wo Sie es umsetzen könnten. Was heißt denn das in der Praxis? Zwischen Bad Cannstatt und dem Hauptbahnhof 2 neue Gleise für den Regionalverkehr unter dem Rosensteinpark. Ja, haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wie viele Bäume da im Rosensteinpark gefällt werden müssen, wenn Sie das umsetzen? Oder sind nur Bäume im Schlosspark wertvoll, die im Rosensteinpark nicht? Was sagen Sie denn dazu? Sie behaupten immer, wir würden uns mit Ihren Argumenten nicht auseinandersetzen. Sie sind nur immer in Ihrem eigenen hermeneutischen Zirkel eines Argumentationsstrangs verwoben, wo Sie sich ständig im Kreis drehen und nicht mehr herausfinden, anstatt dass Sie sich mit diesen Argumenten mal auseinandersetzen. Ein sechsgleisiger Ausbau zwischen Bad Cannstatt und Obertürkheim, und die Strecke verläuft dann teilweise aufgeständert. Da wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, das der Bevölkerung zu erklären. Und da würde ich Ihnen dann auch empfehlen, dass Sie Viereck Rösler mal beauftragen, die Kosten hierfür auszurechnen. Nicht? Da würden Sie Ihr Geld wahrscheinlich besser anlegen, als immer neue Gutachten zu Stuttgart 21 in Auftrag zu geben. Nun, meine Damen und Herren von der SPD, die Volksabstimmung soll also den Ausweg bringen. Es ist, glaube ich, hinreichend deutlich geworden, wie schwierig es wäre und wie problematisch, die Verfassung so zu beugen, dass ein solcher Prozess möglich wäre. Nein, nein, wir müssen uns das schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Da hat eine Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, übrigens mit ihrer Unterstützung, ein Projekt parlamentarisch beschlossen, für das diese Landesregierung nach wie vor ist. Dann soll dieselbe Landesregierung gegen dieses Projekt, für das sie ja ist, ein Gesetz ins Parlament einbringen, um dann anschließend gegen dieses Gesetz, das sie eingebracht hat, zu stimmen. Und dann gibt es eine Volksabstimmung. Wollen Sie das ernsthaft der Bevölkerung erklären? Und glauben Sie ernsthaft, das würde einer Verfassungsklage standhalten? Meine Damen und Herren, ich bin gerne bereit, mit Ihnen darüber zu reden, wie wir die Hürden für Volksabstimmungen niedriger setzen. Wir werden in dieser Legislaturperiode zu keiner anderen Lösung kommen, als die, die auf dem Tisch liegt. Und da würde es auch nichts nutzen, meine Damen und Herren, selbst wenn wir bereit wären, mit wechselnden Mehrheiten mit Ihnen zusammen dieses Gesetz zu machen. Es geht nun mal, und das ist der Wille des Wählers, nicht ohne, dass die CDU-Fraktion zustimmt. Ohne diese Zustimmung können Sie die Verfassung des Landes Baden-Württemberg nicht ändern. Wir werden vorschlagen, dass wir das Quorum bei der Unterschriftensammlung auf 10% absenken. Und wir werden auch vorschlagen, dass ein Fünftel genügen wird der Bevölkerung bei einer Volksabstimmung. Das wird in unserem Wahlprogramm stehen. Dafür werden wir werben bei der Landtagswahl. Das mag ja sein, dass es die CDU nicht kratzt, aber es wird unser Vorschlag sein. Und nach der Landtagswahl wird man sehen, wer mit wem regiert. Und dann wird man über diese Dinge verhandeln können. Was